Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Traders Live Simulator, im Idealfall sogar mit Bild, da ist es doch. Und wir sind in unserer Hütte und bauen jetzt erstmal unsere Badewanne auf, die ich ja gestern gekauft habe, damit wir uns mal waschen können. Können wir mal hier hinten. Hast du die in die Ecke? Ja. Warte, einmal so. Ich glaube, wir müssen die doch so aufstellen. Hey, mein Bad ist zu klein. Mein Bad ist zu klein. Passt da nicht rein. Ah, egal. So, wir interagieren mal mit dem Ding. Duschen uns mal. Dann gehen wir gerade auch nochmal auf Pibi. Eigentlich gehen wir vor dem Duschen Pibi, aber ich mach's nach dem Duschen. Und dann fahren wir in unser Geschäft bei wunderschönem sonnigen Wetter da draußen. Wir werden unser Geschäft eröffnen oder wieder aufmachen. Und dann gehen wir einkaufen. Wie gesagt, wir machen morgens jetzt erstmal das Geschäft auf immer und dann gehen wir einkaufen. Bisschen nervig, dass man immer irgendwie mit dem Speichern dann immer im Haus wieder landet. Ich werde natürlich auch an einem Stück durchspielen oder aufnehmen, aber dazu fehlt mir halt momentan einfach die Zeit. So, können wir hier mal parken. Und mein Einkaufswagen, den muss ich ja noch gucken, wo der ist, den ich ja gestern bezahlt habe und nicht bekommen habe. Der Kollege ist schon da. Ich hatte gestern einen Einkaufswagen gekauft. So, was brauchen wir denn? Oder gehen wir einfach wilde Luzi einkaufen? So, jetzt haben wir 120 Dollar und 50 sind noch auf dem Konto. Ich laufe jetzt erstmal in die Werkstatt, zu dem Händler da hinten hin und ich will wissen, wo meine Karre ist. Sonst muss ich ihm leider Gottes aufs Maul hauen. Das wollen wir auch nicht. Buy a card. Das habe ich ja gestern gemacht. Aber wo ist mein Card jetzt? Oder gibt es das einfach noch nicht? So, da den oh, scheiße. Jetzt sind wir schon wieder Minus. Ich will wissen, wo mein Einkaufswagen ist, den ich gestern gekauft habe. 150 Euro in den Sand gesetzt. Das gibt es doch gar nicht. Aber wir gehen mal kurz in die Bank rein. Ich will mal kurz was gucken. Juhu. Guten Tag. Genau, wir haben jetzt 50 Cent zurück. Bezahlt. 50 Dollar. Das heißt, wir bezahlen den Kredit jetzt ab. Müssen wir jetzt mal einen Moment warten und müssen nach heute Mittag einkaufen gehen. Ich hoffe, wir verkaufen ein paar Saft und ein bisschen ein paar Zeitungen. Das wäre ganz nett. Aber wo ist mein Einkaufswagen? Das verstehe ich. Oder muss ich da was nachrüsten? Wir gucken mal im PC. Wir haben hier unseren Laptop. Wo ist denn meine Wand? Da ist sie doch. Okay. Also. Interagieren. Espressomaschine, Kaffeemaschine, Verkaufsautomat, kaufen Sie Sandwichstand. Aber beschwert hat sich heute noch keiner. Aber wir haben schon Geld verdient. Das ist ja schon mal gut. Dann haben wir erstmal 220 Dollar zum Waren einkaufen. Dann fahren wir mal zum Händler. Wäre natürlich gut, wenn wir die Möglichkeit hätten, uns die Sachen liefern zu lassen. Weil dann brauchen wir nicht ständig da hochzufahren, aber ich glaube, das geht aktuell nicht. Ah, egal, fahren wir zum Händler. Bei ein paar Waren können wir damit schon einkaufen, dass wir zumindest wieder drei neue Waren Nachbestellung oder Nachlieferung haben. Weil wir müssen ja Sachen da haben zum Verkaufen, sonst geht das nicht. Mal aussteigen. Klappe öffnen auf O.
Und dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier so? Am besten wäre natürlich, wenn wir hier unten so billiges Zeug kaufen, mit dem wir mit wenig Aufwand viel Geld verdienen können. Guck mal hier, Chips zum Beispiel. Chips wurden gestern gefragt ohne Ende. Nehmen wir da mal einen Karton mit. Kostet auch nur 10 Öcken das Stück. Was haben wir hier? Andere Chips. Der Tee, der Kaffee. Kaffee haben wir auch keinen mehr. Da kaufe ich mal wieder eine Kiste von. Was haben wir noch? Sahne, Fleisch war teuer. Milch können wir kaufen. Und dann können wir noch einen Karton in der Hand mitnehmen. Dann haben wir wieder ein bisschen Ware. Ey, wieso gehst du da jetzt nicht rein? Gestern hast du da reingepasst. Sag ich doch. Gestern hast du da noch reingepasst. So, dann können wir noch eine Sache mitnehmen. Ein bisschen was Teureres, mit dem wir richtig Geld machen können. Gewebe. Windeln. Aber ich glaube, Windeln haben wir noch. Ah, egal, ich kaufe mal einen Karton davon. Und dann fahren wir mal rüber in unseren Laden und sortieren das mal ein. Auf F fahren wir. Dann haben wir wieder 4 neue Waren, die wir heute verkaufen können. Boah. Burger. Ja, Burger sind momentan noch zu teuer. Das tut mir leid. Uiuiui. Also beim Bremsen lenken macht er nicht. Wieder gegen die Wand gefahren. So, einmal aufmachen. Nein. Planieren. So, interagieren. So, dann wollen wir mal weiter einräumen. Was habe ich jetzt hier in der Hand? Ich glaube, das war der Kaffee. Den haben wir hier einsortiert. Ne, das sind die Windeln. Ah, okay. Ach, guck mal, die sind sogar alle verkauft. Dann nehmen wir den Karton mal mit hier rüber. Dann geht das ein bisschen schneller. Aber Windeln haben Geld gebracht, das weiß ich. Wir noch eine Packung da noch rein. Ja, wunderbar. So, dann nehmen wir den Rest wieder mit. Und stapeln das hier. Nein, nicht in die Wand rein. So. Und das nächste. Die Milch. Die Milch muss gekühlt werden. Oh, Schokomilch verkauft sich aber. Da geht ab hier. So, einmal so. Hopp. Guck mal, wir haben zwei. Oh, guck mal, die geht direkt weg wie warme Semmel, die Milch. Das gibt's ja gar nicht. Für 10 Dollar, wir haben 10 Dollar. Ne, was haben wir bezahlt? 33 Dollar, glaube ich, für den Karton, ne? Kann man dem Spiel eigentlich versagen? Weil theoretisch macht man ja immer Gewinn. Egal was man kauft, man macht immer Gewinn. Man muss halt nur gucken, dass man jeden Tag die 100 Dollar verdient. Damit man Darlehen bezahlen kann und den Mitarbeiter bezahlen kann. Und guck mal, da habe ich schon wieder 268 Dollar auf dem Konto. Also, das läuft. Kaffee, da ist er. Den haben wir gesucht. Oh, Stromrechnung. Unser Strom wurde ausgestellt. Wir haben keinen Strom. Interagieren. Stromrechnung bezahlen. Ah, wir müssen zur Bank. Dann müssen wir mal eben schnell rüber zur Bank. Wir haben keinen Strom. Haben wir hier irgendwo ein ATM? Ja, da ganz hinten ist einer. Aber wieso gibt es in der Bank keinen Geldautomaten? Aber wir interagieren mit dem mal. So, wir sollen von... Wir sollen überweisen. Erstmal müssen wir von der Bank... Überweisen wir mal 200 auf die Bank. Transfer. Da müssen wir nochmal 60 überweisen. Sonst wird das nichts. Transfer und dann müssen wir
auf die Visa-Karte überweisen. Machen wir erstmal 200 da drauf. Sind wir jetzt wieder pleite, aber wir können zumindest mal die Stromrechnung bezahlen. Damit wir wieder Licht haben hier in der Hütte. Ah, zeig her hier. Interagieren. So, Rechnung bezahlt. Jetzt haben wir wieder Strom. So, da, warte, wo ist mein Kaffee? Da ist mein Kaffee. Haben wir hier vorne schon wieder Platz im Regal? Dann sortieren wir den Kaffee nämlich jetzt mal hier vorne ein. Eigentlich total banal, das Spiel. Deswegen ist das auch was Gutes fürs Reingeschaut. Es sei denn, ihr wollt noch mehr davon sehen, dann müsst ihr das in die Video, in die Kommentare schreiben oder ihr kommt in den Discord und wünscht euch da nochmal ein paar mehr Folgen. Das geht natürlich auch. Bin gerne dazu bereit, wenn ihr das noch mehr davon sehen wollt, dass ich euch das weiterspiele. Eieiei, komm her. Dann können wir nämlich drüben die zwei Dinger auch noch rausnehmen. Die passen ja hier alle rein. Einmal. Wenn man hier wieder pleite ist, ey, Wahnsinn. Ich muss ja nachher noch Geld auf die Bank überweisen. Ich muss ja meinen Mitarbeiter morgen wieder bezahlen. Keine Schokomilch mehr. Wir haben doch schon... Ah, der wollte wahrscheinlich die kleine. Es gibt ja noch die kleinen Flaschen. So, einmal aufmachen wieder hier. Was waren da jetzt drin, ne? Die Chips. Chips, die kommen hier unten rein. Das ist ein Kassenprodukt. Auch verschiedene Sorten sogar wieder. Ich glaube, die verschiedenen Sorten ist wirklich nur, damit da ein bisschen Farbe ins Spiel kommt. Na, komm her. Hallo. Lässt sich ganz schwer einsortieren, da. Chips. Wahrscheinlich einfach zu klein. Wir müssen uns so einen Chipsständer einfach kaufen, dann... Geht das besser, glaube ich. Aber die Chips, die waren gestern so gefragt, dass ich die... Ich muss sie einfach haben. Und wieder Erbsen verkauft. Ich glaube, wir kaufen morgen mal einen Chipsständer. So, dann stapeln wir das. Hier aufeinander. Platzsparen. Wobei, wir haben ja noch... Platzsparen brauche ich ja noch nicht. So, dann ist das Auto wieder leer. Wir gehen mal an die Kasse und gucken mal, wie viel Geld wir heute wieder verdient haben. Juhu. 112 haben wir bis jetzt zusammen. Okay, das ist nicht viel. Damit können wir jetzt erstmal nicht viel anfangen. Das muss ich auch jetzt auf die Bank überweisen, sonst habe ich ein Problem. Und mit dem Rest können wir einen Tag später einkaufen gehen. Mal interagieren. 120 wollen wir überweisen an die Bank. Hopp. Und dann haben wir für die Rechnung morgen haben wir dann alles. Dann wollen wir uns jetzt mal ins Auto setzen. Und dann fahren wir mal. Da hoch zu diesem Exporting Company und gucken mal, was wir dort machen können. Das ist mir nämlich noch nicht erklärt worden. Ah, ich soll übrigens mal zu so einem NPC hingehen und die erinnern, dass sie heute Abend bitte nicht vergessen, dass sie bei WrestleMania mitzukämpfen haben. Ganz vergessen. Dann fahren wir mal zu diesem Ding da hinten hin. Wir hier abbiegen, ne? Ne, da geht's zum Autoladen. Was ist denn das andere? Trading Company. Ui, Trading Company, das hört sich doch auch gut an. Fahren wir doch da mal hin. Vielleicht können wir mit denen einen Liefervertrag aushandeln, dass ich jeden Tag eine gewisse Anzahl von irgendwelchen Waren geschickt bekomme. Das wäre natürlich der Idealfall. So, da ist der Autohändler. Da können wir auch gleich mal vorbeifahren. Wie gesagt, wir haben ja jetzt noch zwei Folgen Zeit. Also, das ist ja jetzt die dritte Folge und dann haben wir noch zwei Folgen Zeit, um uns alles anzuschauen. Es sei denn, ihr wollt mehr sehen, ne? Müsst ihr aber wirklich in die Kommentare schreiben, sonst weiß ich es nicht. Wenn ihr mir das nicht in die Kommentare schreibt, dann weiß ich nicht, ob ihr von dem Spiel noch mehr sehen wollt oder nicht. So, Trading Company, da sind wir. Da hinten steht einer. Ein Ulf. So. Bei Financial Stocks in Trading Company.
Achso, das ist eine Börse quasi. Was bringt mir das dann? Gar nichts. Gut, dann fahren wir eben auch nochmal zum Autohändler, weil wir eh gerade hier in der Nähe sind. Gucken wir mal, ob wir da auch vielleicht einen größeren Lieferwagen dann kriegen, damit wir mehr Waren transportieren können. Da brauchen wir nicht so oft hin und her fahren. So, da ist der Carshop. Und da steht auch ein Geldautomat. An den können wir auch gerade mal rangehen. Dann gucken wir uns den Geldautomaten an der Stelle auch gerade mal an. Interagieren. Genau, da können wir nur Transfer machen, ne? So, hallo. Guten Tag. Lastwagen. Roller. Abholen. Lastwagen. Also, es gibt einen Lastwagen nachher. Was kostet der? 2500 nur? Das ist ja geschenkt. Ah, cool. Da, mit dem können wir dann richtig viel Sachen natürlich transportieren, ne? Mit dem LKW. Den Pickup würde ich einfach auslassen. Und den Roller würde ich als Pfand... Oh, guck mal, da steht sogar ein Lamborghini. Oder ein Ferrari oder sowas. So, jetzt fahren wir zur Trading Company. Ich sollte nach dem Let's Play nochmal eine rauchen. Irgendwie hustet sich das momentan nicht so gut. So, im Möbelhaus waren wir schon. Und dann muss ich auch schon wieder zurückfahren, den Laden abschließen, bald. So, Export Company. So, was kann ich hier machen? So, also selbes Gebäude wie bei dem Trading-Typi. Buy Financial Stocks and Exporting Company. Okay, das ist auch Aktienkauf oder so. Wieso ist der Kofferraum eigentlich die ganze Zeit? Ich habe das doch vom Abfahren zugemacht. So, dann haben wir uns das alles angeschaut. Dann fahren wir zurück in den Laden, weil den müssen wir bald abschließen. Dann können wir morgen anfangen, richtig Geld zu verdienen. Wir haben jetzt ja quasi kein Geld ausgegeben. Für die Stromrechnung haben wir bezahlt. Wir haben das Geld auf dem Konto für unseren Mitarbeiter morgen zu bezahlen. Dann werde ich mal einen Discord suchen zu dem Spiel. Das ist ja ein Entwickler, der das Spiel entwickelt hat. Dass ich mit dem mal ein bisschen in Kontakt komme, was da genau, was welche Funktion hat. Also das Spielprinzip an sich finde ich echt nicht schlecht. Ich habe noch ein ähnliches Spiel. Das würde ich vielleicht auch nochmal als reingeschaut, 5 Folgen mal machen, danach. Wenn wir mit dem hier fertig sind. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich muss jetzt eh nochmal 5 Tage länger in Quarantäne. Wie sieht das hier aus hier? Sag mal her hier. Ah, $162. Wunderbar, da können wir morgen fett von einkaufen gehen. Dann nehmen wir gerade mal die Windeln wieder hier mit. Dann können wir die gerade einsortieren. Die verkaufen sich wie warme Semmel. Guck mal hier, 3 Packungen haben wir schon wieder rausgehauen. Da muss ich morgen Nachschub holen. Weil die verkaufen sich. So, dann haben wir noch die Chips. Gucken wir mal, ob wir die nochmal auffüllen müssen. Jawohl, ey, guck mal da. Hier, 1, 2, 3 Packungen. Haben wir da weg. Läuft. Können wir uns morgen Chipsständer kaufen, wenn das so weitergeht. Komm, mach dich vom Acker. Ich muss hier das Regal einräumen. So. Keine Schokolade. Müssen wir morgen auch mal kaufen gehen. Die Schoki, die gute. So, dann warten wir mal, bis wir den Laden abschließen. Oh, Pizza. Die Gemüsepizza ist auch hinüber. Aber hat heute eigentlich schon einer Saft gekauft? Oder habe ich die umsonst gekauft? Interagieren. Da gucken wir mal. Erbsen, Gemüse, Schokolade, Cola, Waschmittel, Zeitungen hat heute einer gekauft, aber keiner kauft Saft. Doch da, $13. $13 für einen Saft. Nehme ich. Immer her damit, wenn ihr $13. Er macht gleich Feierabend um 21 Uhr. Können wir den Laden abschließen. Können dann speichern. Und dann sehen wir uns morgen in der 4. Folge.
Nochmal die Einladung. Autosave? Autosave? Das Ding macht Autosave? Wofür brauche ich dann den Laptop? Dann kann ich ihn auch verkaufen. Oh, Zucker! Ah, verkauft für 6 Dollar. Ah, wir können morgen erstmal morgen früh den Laden aufschließen und dann gehen wir Shopping machen. Geld haben wir. Wieder für ein paar Produkte. Und oh, der hat er richtig eingekauft. Wir sind ein 24/7 Peter und er haut um 21 Uhr ab oder was? Ich glaube, es brennt. Aber wir müssen aber mal was essen gehen jetzt hier. Ah, der Burger ist immer so teuer. Oh. Aber muss ja sein. Was haben wir hier eigentlich noch für Läden? Der Jabba Shop kennen wir, Carshop kennen wir, Furniture kennen wir, Gas brauche ich nicht erklären, Exporting, Trading Company, die Bank, Car Parts. Da können wir das Auto wahrscheinlich reparieren. Oh, guck mal, hier unten ist auch noch ein Möbelladen. Die Pharmacy ist, wenn wir krank sind. Aber wir müssen, normalerweise müssen wir doch irgendwie bestellen können. Sachen. Es ist 21 Uhr. Irgendwie müssen wir doch eigentlich auch Sachen bestellen können. Vielleicht muss ich meinen Update-Verlauf mal angucken. Uhu. Hast du schon zu, oder was? It's night. Customers. So. Warte. Ja, vorhin schon. Ja. Mit L? Oh, wir haben eine Taschenlampe. Funktioniert die auch? Oh ja, tatsächlich. Die Taschenlampe funktioniert. Ich werde mich mal für die nächste Folge ein bisschen informieren, was noch an Updates geplant ist und so. Und dann bin ich mal gespannt, weil das ist ja eigentlich schon die Version 1.9, wenn ich mich nicht irre. Noch kein Geld mehr verdient. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge mit Trader Life Simulator. Ich vergesse immer, wie das Spiel heißt. Geil. Und in dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Tag. Kommt gerne auf den Discord, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns morgen mit der vierten Folge von Trader Life Simulator. Reingehauen, ciao!